Ja, hallo zusammen. Bevor wir mit dem Review beginnen, möchte ich euch noch ein paar Gifts zeigen, die ich bekommen habe. Einmal von Minus Raptor Unterstrich, eine M69 E-Frag für 30 Days. Nochmal von ihm für 7 Tage eine L96A1. Und von Moneyboy 213 für 7 Tage auch eine L96A1. Freue mich über Gifts, sagt das Stefan Geist XD. Jetzt beginnen wir mit dem lang erhofften Review zur M41 Submode. Ja, servus, guten Abend, Freunde, hier ist wieder mal Ron und heute habe ich für euch den lang ersehnten Review zur M41 Submode, die man auch vor kurzem bei dem Rare Rush Event kaufen konnte. Submode bedeutet so viel wie Special Operations Peculiar Modification und ist die ein bisschen veränderte Version der normalen M41. Und zwar hat sie schon ein camo-geflecktes Aussehen, welches mir persönlich auch besser gefällt als das der normalen M41. Und sie hat einen vorintegrierten Schalldämpfer, den kein anderes Assault Rifle bzw. keine andere Waffe überhaupt im Game hat. Der Sound ist sehr angenehm, unterscheidet sich aber zu den normalen Standard-Schalldämpfern ziemlich stark. Ebenfalls vorintegriert ist ein iTech Reflex Scope, welches eigentlich besser ist auch als ein ACOG, da man dadurch mehr Aiming-Rate hat. Und ja, die Submode gilt ja auch allgemein schon als overpowerte Waffe und ist daher auch nur aus MSN bzw. irgendwelchen NX-Boxen zu erhalten. Und dies halt sehr, sehr selten zu bekommen, im Gegensatz zu anderen NX-Rares. Da die Submode ja schon einen Schalldämpfer und einen Scope integriert hat, lasse ich nur ein Magazin anschrauben. Und ja, das empfiehlt sich, wenn man es möchte. Man braucht aber nicht wirklich eins, da der Reload der Submode ziemlich schnell ist und man je nach Bedarf halt ein Magazin dran schrauben kann. Ich habe eins dran gemacht, weil man sie eventuell im Nahkampf besser dadurch verwenden kann und nicht so schnell nachladen muss. Ja, das Munitionsverhältnis der Submode ist 30 zu 90, ich habe ja jetzt 40 zu 80. Und mit dem Extended Magazine 2 hat sie natürlich 45 Munition. Das ist aber meiner Meinung nach ein bisschen zu viel, da der Reload dann auch schon wieder zu langsam ist. Die Submode besitzt leider nur einen Modus, und zwar ist es der Automatikmodus. Ein Burst würde sich, glaube ich, bei der Submode auch ziemlich gut empfehlen, da man mit ihr so schon gut Tap feuern kann und sie einen ziemlich geringen Recoil hat. Wie im Vergleich zu M416 CQB. Nun natürlich ist der Recoil ein bisschen höher, da die Waffe halt ziemlich stark noch verzieht und man dadurch mehr Tap feuern muss im Vergleich zur CQB. Trotzdem wundere ich mich, sagen viele Leute immer, dass die Submode eine Low-Waffe sei. Verstehe ich leider nicht warum. Ja, Nexon hat jetzt seit kurzem eingeführt, dass man die Submode customizen kann. Das finde ich eigentlich ziemlich übertrieben von Nexon, da die Submode schon ziemlich overpowered ist. Und jetzt kann man den Damage um 3 Punkte erhöhen. Jetzt komme ich zu den Stats. Und zwar hat die Submode 40 Punkte im Damage. Das heißt, mit diesem Customizen kann man sie auf 43 Punkte erhöhen, was dann ziemlich overpowered ist. Die Portability beträgt 66 Punkte, ist eigentlich ganz im normalen Maße der Assault Rifles. Die Rate of Fire beträgt 74 Punkte, ist natürlich der Durchschnitt aller Assault Rifles. Die Accuracy beträgt 80 Punkte. Da muss man sagen, dass die Accuracy für mittlere Distanzen und eigentlich ziemlich gut geeignet ist. Auf lange Distanzen verliert die Waffe natürlich aufgrund des Schalldämpfers und überhaupt des Schadenverlustes ziemlich viele Punkte im Schaden und daher empfiehlt sie sich nicht wirklich auf weite Distanzen. Da würde man doch schon eher zur G36E gehen. Ja, der Recoil beträgt 63 Punkte, ist natürlich eigentlich dieselben Stats wie mit der M416 CQB. Nur die CQB ist halt einfach viel leichter zu spielen, da sie keinen richtigen Rückstoß hat. Bei der M41 Submode liegt es halt daran, dass die Rate of Fire den Recoil ziemlich erhöht. Die Submode hat einen sehr, sehr großen Vorteil, und zwar ist es die Streuung der Kugel. Und wenn man jetzt rumsprayt mit der Waffe, hat man eigentlich so gut wie immer einen Kill, da der Gegner einen nicht so schnell bemerkt aufgrund des leisen Schalldämpfers und durch den hohen Damage, also eigentlich im normalen Maße der Damage mit 40 Punkten. Ich habe ihn geupgradet auf 43. Ist halt dadurch ziemlich overpowered, die Waffe. Ja, für euch kann ich euch nur sagen, macht mal den Vergleich mit der Submode und anderen Waffen, die einen Schalldämpfer haben. Die Submode ist so eine der leisesten Assault Rifles im Game. Ja, jetzt vergleiche ich noch die Submode mit der normalen M41, und zwar sieht man, dass die Submode 2 Punkte mehr im Damage bekommen hat.
In der Portability 6 Punkte mehr hat, das heißt, sie ist ziemlich leichter geworden. Die Rate of Fire und Accuracy sind gleich, wobei der Recoil der normalen M4-1 um 1 Punkt höher ist, was man aber nicht wirklich merkt. Nun zu den anderen Versionen der normalen M4-1. Es gibt noch die M4-1 CQBR und die M4-1 Desert Warrior. Die Desert Warrior ist aber genau gleich, beziehungsweise identisch halt mit der M4-1, mit der normalen, nur unterscheiden sie sich in der Farbe. Darum frage ich mich auch, wozu eigentlich die M4-1 Desert Warrior, wenn sie doch gleich sind. Nur halt, man kann sie perm kaufen, das ist der große Vorteil bei der NX-Version. Am meisten ähnelt sich die M4-1 Submode natürlich mit der M4-1 CQBR, der GP-Rare-Version, beziehungsweise halt hohen, ab erst auf hohen Rang erhältlich. Und zwar hat die sogar einen Punkt weniger als die Submode, das ist ihr Vorteil. Nur hat sie natürlich im Damage, wie die normale M4-1, 38 Punkte. Der eigentliche Vorgänger der M4A1 ist die M16A3-Reihe, die halt schon von der Form her die M4A1 geprägt hat. Ebenfalls ist die M4A1 bekannt als M4 Carbon, das eigentlich der reelle Name ist der M4A1. Die M4A1 Submode war erst kürzlich zu erhalten, wie ich schon gesagt hatte. Im November gab es dieses Rare Rush Event, da konnte man sie sich kaufen für 11.850 NX für 90 Tage. Ich denke mal, viele werden das gemacht haben, da die Submode halt wirklich sehr, sehr selten aus MSN bzw. anderen NX-Boxen kommt. Was mir persönlich sehr, sehr gut an der Submode gefällt, ist, dass sie durch das iTech Reflex Scope eine sehr gute Aiming-Rate hat. Man sieht auch bei mir im Review, ich habe viele Header gegeben, da die Waffe halt sowas von automatisch auf den Kopf zielt, wenn man einfach nur auf den Oberkörper des Gegners zielt. Und daher ist sie eigentlich auch sehr, sehr gut. Auch wenn man sie mit der M416 CQB vergleicht, merkt man, dass die Submode mehr Spaß macht. Und die CQB ist einfach nur eine Waffe, die zu einfach zu spielen ist, finde ich. Weil die M416 CQB hat so einen geringen Recoil, dass man einfach nur auf den Gegner zielen muss. Und man automatisch einen Kill hat. Bei der Submode muss man halt versuchen zu tapfeiern. Wenn man Dauerfeuer geht, verzieht die Waffe schon etwas mehr. Daher ist die Submode eigentlich auch geiler. Ebenfalls ein Vorteil des Submode ist, dass sie einen Punkt mehr im Damage hat. Das merkt man halt natürlich nicht so groß, wie wenn es jetzt ein paar Punkte mehr wären. Ja, die Submode empfiehlt sich meiner Meinung nach nicht wirklich im Nahkampf. Trotz des Schalldämpfers merkt man, dass eine Assault Rifle nicht so toll im Nahkampf ist, da die Fire Rate nicht immer so hoch ist und daher ein SMG besser wäre. Also ich würde persönlich die Submode immer auf mittlere Distanz nehmen. Durch Tapfeiern bekommt man sehr, sehr gute Kills. Wenn es denn im Nahkampf sein muss, hat man eigentlich schon auch einen Vorteil, da der Schalldämpfer ziemlich leise ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, M4-1 oder M416. Ich würde persönlich die M4-1 nehmen, da sie einfach sich cooler spielen lässt, aufgrund des Damages man bessere Kills bekommt. Und die Submode, die M416 bzw. M416 CQB sind einfach nur halt als Noob-Waffen angesehen aufgrund des Recoils. Ich finde die M41 Submode ist eine sehr gelungene Waffe von Nexon. Nun muss man sagen, ich finde es jetzt ziemlich übertrieben, dass man die Waffe halt upgraden kann. Die Submode ist so schon ziemlich overpowered und dass man die jetzt noch mehr overpowern kann, ist natürlich sehr übertrieben. Ich finde die M41 Submode ist eine sehr, sehr gute Accolade-Waffe, weil sie, wenn man jetzt einen Extended Magazine drin hat, man sehr lange nicht viel nachladen muss und daher durch den hohen Damage sehr guten Kills bekommt. So im Durchschnitt ist die M41 bzw. die Submode auch immer ein 4-Hit-Kill. Es könnte aber auch ein schlechter 4-Hit-Kill sein, manchmal sogar ein 5-Hit. Da die Gegner, es kommt drauf an, wenn es ein Heavy Wrestler ist, ist es eigentlich schon ein 5-Hit-Kill, weil der Schalldämpfer halt den Damage so von runtersenkt, dass man halt nur noch einen 5-Hit-Kill bekommt. Auf Light West ist die M41 Submode eigentlich immer ein 1-Hit, darum sollte man sich keine Gedanken machen. Ja, ich denke mal, das war's jetzt von meinem Review. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr die M41 Submode zieht, würde ich euch raten, auf jeden Fall ein Renewal Kit zu benutzen, weil es eine der besten Assault Rifles im ganzen Game ist. Und ja, ihr habt schon einen Schalldämpfer dran, der sehr vorteilhaft ist, ebenfalls einen iTech Reflex Scope. Das Aussehen der Waffe ist wunderbar und ja,
Ich denke mal, das reicht als Information. Ich hoffe, euch hat der Review gefallen. Macht einen Daumen nach oben, schreibt Kommentare und man sieht sich dann im nächsten Review. Bis denn!